So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2, das letzte Mal hatten wir einen ziemlich krassen Wendy-Fight in dem Level von Marcy. Und jetzt haben wir noch zwei Level hier vor uns, und zwar das Musiklevel von Devory und das Jumpscare-Level von Rabaros. Wir fangen damit an und gucken mal, was uns erwartet. Very spooky. Also nichts für schwache Nerven jetzt, dieser Part. Schauen wir mal. Okay. Oh, man könnte jetzt natürlich... Oh, das muss man wahrscheinlich auch. Ah, okay, man kriegt nochmal einen P-Switch. Yo! Mist. Lass mich in Ruhe. Ach so. I see. Diesmal aber nicht den Pilz verlieren. Okay, dann muss ich also hier durch. Hä, aber... Ach so, jetzt ist er ausgelöst worden und jetzt passiert es nicht nochmal. Sehe ich das jetzt richtig? Ja, aber... Ich muss den anderen mitnehmen. Oha. Okay, dann können wir aber auch gleich jetzt mit einem Mal da durchkommen. Das schafft man in der Zeit. Und jetzt muss ich aber den anderen Teil erwischen. Da komme ich ja nicht... zeitlich durch. Und jetzt? Dahin. Boah, wie lange muss man auf dem P-Switch bleiben? Also, wie lange muss der an sein? Hilfe. Dann muss ich das jetzt versuchen, so zu timen, dass ich den mit dem Punkt auslöse, wo dann auch der Buhring offen ist. Sonst haut's nicht hin. Mist. Nur das werde ich... Ich springe, wenn der Buhring offen ist. Anders geht's nicht. Also, jetzt. Dann ist da offen, dann ist da offen, dann komme ich hier rüber, dann komme ich hier rüber, dann komme ich hier rüber, dann komme ich hier rüber und dann... Keine Ahnung. Der geht mir gleich... Das wird mir jetzt... Ich sehe es jetzt schon kommen, bevor ich da hinkomme. Aber es ist ja eigentlich egal. Nein, jetzt kriege ich ausgelöst, okay. Was ist da oben? Warum ist hier eine P-Switch-Tür? What? Okay, also ich muss auf dem Swamp erstmal bleiben. Kann ich jetzt hier den Nee, hier kann ich keinen P-Switch auslösen rückwärts. Weil hier wäre halt eine Tür. Ich frage mich halt, was in der Tür... Okay. Jetzt wissen wir schon mal, da wird der... Die Blöcke da werden fest. Da ich aber als Großer auf dem Viech rumspin-jumpe... Jetzt hat er keinen Bock auf mich gehabt. Da ich aber als Großer auf dem Viech rumspin-jumpe... Hallo? Jetzt hat er Bock auf mich. Hallo? Also ich sehe, dass er auf dem Geist steht, aber... Vorhin hat es doch auch funktioniert. Was?
2. Okay, der muss sich von dem Geist lösen, sonst klappt's nicht. Er muss sich von dem Geist lösen, sonst klappt's nicht. Toll. So klappt's. Okay, es ist hier offen. Jetzt ist der Swamp egal. Aber ich muss hier halt schnell sein. Okay, der da oben macht das, der da oben macht alles kaputt. Nee, macht er nicht. Ah, der löst... Okay, verstanden. Wenn der Geist sich vom Swamp löst, dann kommt er runter. Das ergibt halt Sinn. Okay. So, dann ist das jetzt nicht das Problem. Dann kommen wir hier durch. Dann kommen wir hier durch. Wäre jetzt halt super, den Pilz zu behalten, ne? Und dann passiert hier auch erstmal auf die Schnelle nichts. Dann kommt hier der nächste Swamp hoch. Und wenn der sich gelöst hat, der Geist vom Swamp, dann können wir hier durch. Und da oben ist der nächste Swamp schon wieder, der runterfallen möchte. Okay. Aber solange die Geister da noch zu sehen sind, wie sie den Swamp halten, können die nicht runterkommen. Das ist ja alles schon mal gut zu wissen. Also Pilz behalten wäre halt super wichtig. Oder gleich das ganze Leben. Oh, ich dachte, es reicht nicht. Aber es hat gereicht. Nice. So. Jetzt kommt der hier hoch. Und jetzt kann ich mit dem rüber. Theoretisch muss der sich nicht mal bewegen. Ich meine, es ist doof, dass er sich jetzt nicht bewegt hat. Aber theoretisch muss er sich nicht mal bewegen. Ich glaube, die Lücke reicht aus, um mit einem normalen Spinjump rüberzukommen. Mist. Ja, tut sie. Okay, und hier oben, das passiert jetzt alles nicht, weil ich da ja drauf geachtet habe. Ist der safe? Okay. Okay, der ist tatsächlich... Okay. Ah, ich habe überlegt, ob ich die direkt killen kann, die Swamps, aber... Scheint nicht so. Dafür müsste hier alles direkt kaputt gehen. Ja, dafür müsste hier alles... Okay, aber der Boss ist jetzt nicht so schwierig. Den kriegen wir hin. Na, einen Hit kriege ich gleich hier. Und jetzt... ich wollte gerade sagen, jetzt passe ich einfach auf, dass er gar nicht mehr hochkommt. Aber das hat leider nicht so ganz hingehauen. Wenn er einmal unten ist, könnte ich es nämlich theoretisch schaffen, dass er nicht mehr hochkommt. Mal gucken. Jetzt! Ach, wieder verfehlt. Ärgerlich. Ah, ärgerlich. Wollte ein bisschen besser angehen, das Ganze. Ganz hingehauen, wie ich das wollte. Ach, Mensch. Der dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Es ist ja nur Bum-Bum. Jetzt. Nein, der... Ah, aber das Timing haut hin. Das haut hin mit dem... Wenn ich das richtig time, dann haut das hin. Nice. So, und jetzt aber. Nein!
Ach Mann, aber wir sind direkt dann beim Bum Bum. Wir müssen nicht ewig hinlaufen. Alles gut. Alles gut. So, zack. Jetzt gut timen und dann... Ach, Mist. Ah. Nein, okay. Ich muss nur den Moment timen, wenn er losfliegt. Das ist alles. Wenn ich den krieg, habe ich gewonnen. Oh, oder so. Ja, lol. Na, dumm. Das war nix. Das war doof. Ich hab da gerade eine Idee. Geht das? Hallo, tschüss. Nein, okay. Warum? Wie hat der mich jetzt getroffen? Ach. Der ist so groß, da klappt dieser Trick nicht so schön. Schade. Normalerweise kann man direkt auf den drauf hüpfen, nachdem er losfliegt. Ja, so nämlich. Aber er ist so groß. Deswegen geht die Hitbox erst. Ah, Mann. Bei dem Großen klappt das also nicht so gut. Okay. Es gibt's doch nicht. Mann. Ach. So. Und jetzt drauf, wenn er loszieht. Nice. Meine Herren. War das jetzt so schwierig? Eigentlich ja nicht. Okay, da passiert noch was. Scheiße. Entweder von unten oder von oben oder von keine Ahnung, wo kommt noch was. Okay, aus der Röhre kommt nix. Okay, da oben ist Decke. Oh nein. Da oben kommen Boos. Okay, ich lasse die Boos mal kommen, weil vielleicht leuchten die mir ein bisschen was. Da ist irgendwas... irgendwas schießt da gleich noch runter. Ich springe einfach. Puh. Okay, keine Ahnung, was da ausgelöst wurde, aber... Puh. Ich hatte ein bisschen Angst. Okay, cool. Jetzt würde mich nur interessieren... Was es mit dieser P-Switch-Tür auf sich hat. Das müssen wir uns jetzt einmal schnell angucken. Ich glaube, dafür muss ich einfach sehr schnell durch den Anfang durchkommen. Vielleicht ist das ein Bonus oder so. So, jetzt warten wir hier wieder. Bis der Ring aufgeht. Dann gehen wir hier ganz schnell durch. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir hier die Tür. Was nützt uns das? Ach so. Okay, alles klar. Gut. Aber immerhin, ich habe die Tür gesehen. Okay. So, zur Entspannung ein Devori-Musik-Level. Originale Composition mal wieder. Ich bin gespannt. Ich bin halt da gesprungen, weil... Ja. Hat den Flow jetzt ein bisschen rausgenommen.
Hier schon mal einen Checkpoint? Hilfe? Da ist er. Puh. Okay, jetzt komme ich zu der Tür. Nice. Puh. Sehr cool. Sehr schön. Okay. Das war Devorie. Und jetzt haben wir hier erstmal wieder alles abgehakt. Ja, okay, cool. Dann habe ich ja gesagt, ich wollte mehr von Ich spielen. Da ist er. Der hat nämlich nicht nur Troll-Level gebaut. Der baut auch so Uno-Mars-Level. Und die sind ja immer kurz und lustig. Also meistens sieht man da halt irgendwelche Sachen, die komisch sind im Maker. Ja, hier zum Beispiel. Das Ding ist 2 Sekunden lang. Gucken wir mal rein, was er da gebaut hat. Und Uno-Mars heißt, glaube ich, so viel wie noch einmal. Na, das sind Level, das will man dann noch einmal sehen, was da passiert. Irgendwie so, keine Ahnung. Mal gucken, was es ist. Wahrscheinlich heißt es, wenn ich genau an die Ecke springe, dann löse ich den Swamp aus. Ach so, nee, ich muss da runterfallen. Wait, ach so. Deswegen muss ich die Ecke treffen, sonst löst der andere den auch aus. Okay. Geht das, kann man das irgendwie so auch forcieren oder muss man von der anderen Seite kommen? Aha. Oder kann ich... Wollte gerade sagen, vielleicht kann ich, aber kann ich nicht. Wenn ich hier ganz nah am Ende... Die lösen immer beide aus. Das heißt, ich muss, darf wirklich nur den oberen auslösen und das schaffe ich irgendwie, indem ich genau die Ecke anspringe. Oh, krass. Krieg's nicht hin. Ah. Wahrscheinlich, wenn man sich irgendwie so... Klippt man sich dann irgendwie ganz klein, ganz kurz da rein oder keine Ahnung? Brauche ich da zum Beispiel auch Fullspeed? Ich weiß es nicht. Nice. Okay. Das machen wir nicht noch einmal. Das ist nicht Uno Mars. Also es ist Uno Mars, aber nicht für mich. Okay. Cool. Interessant. So, wir haben noch ein Uno Mars gelesen. Non-suspicious Setup. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder sowas mit ganz vielen Sachen sein, die eine Röhre verdecken. Das sind meistens die non-suspicious Dinger. Alles normal. Ja. Ja, da ist eine Röhre dahinter. Oh, wait. Ich dachte, da ist eine Röhre dahinter. Wait. Wait. Was? Ich dachte, da ist... Was muss ich tun? Muss ich warten? Vielleicht muss ich warten. Vielleicht lasse ich mich einfach mal schieben. Achso, es hört ja gar nicht auf.
Ah, da ist ein Block. So ein Ding ist das. Und jetzt müssen wir sterben. Genau. Jetzt gehen wir halt hier rein. Okay. Und jetzt kommen wir beim Ziel raus. Oder auch nicht. Ja, jetzt kommen wir beim Ziel raus. Ja, das sind keine so, ja. Das ist diese andere Art von Level. Okay. So, was hat er noch? Achso, das ist die erste Version von Two Faces of Troll. Multiplayer Versus. Und dann hat er noch Slippery Mar. Wait, ist das überhaupt ein Troll-Level? Hilfe, ist das rutschig? Also a bit Troll. Okay. Oha, 14,29. Oh Gott, was ist das denn? Troll und schwierig ist wahrscheinlich eher nicht mein Ding. Wir gucken mal ins Multilevel rein. Ah, dann haben wir ja schon alles durch, von dem ich... Ah, das ist ja doof. Ich dachte, da kommt noch mehr. Ob das ein cooles Multilevel wäre? Also es kann jeder in alle Röhren rein. Das ist schon mal ungünstig. Ich habe das jetzt gerade nicht verstanden. Ne? Man hat jetzt das gar nicht spielen. Achso, wenn man schnell genug ist und das sieht, dass man da in die Röhre rein kann, dann muss man den Rest nicht spielen, oder wie? Ah, Mist. Ich dachte, die treffen mich gerade, ne? Aber passiert nichts, okay. Ja, gut. Ja, gut. Ich denke, das kann man als Multi anbieten. Das Ding ist halt, es können alle am Anfang in die gleiche Röhre rein und ein bisschen rumtrollen. Aber ja, ansonsten kann man das anbieten. Jetzt gucken wir hier mal rein. Ein einziger hat es geschafft. Der mit den 14,29. Wir gucken mal rein. Wenn es interessant aussieht, spielen wir es im nächsten Part weiter. Aber ich habe ein bisschen Angst aufgrund der Beschreibung. Also hier komme ich schon mal nicht hoch. Da war zwar eine Münze, aber... Oh, die Münze könnte aber später für den P-Switch relevant sein. Wir lassen die mal da. Okay, ich muss in die Tür rein. Ich kann wieder zurück, theoretisch. Oh! Okay. Also dann können wir über die Münze dann da hoch. Dann ist die Münze doch nicht relevant. Dann gehen wir erstmal weiter. Aber dann... Ja. Ach, jetzt hat es alle Münzen weggepfeffert. Dann kann ich nur zurück. Okay. Okay. Ich kann hier jetzt höher und ich könnte die Röhre. Okay, ich will nicht höher. Wo sind die? Ah, die sind auf so einer Kanone drauf. Das wird gleich alles explodieren hier. Thank you.
Okay, also es scheint wirklich mehr Troll zu sein als... rechts. Zurückgehen? Ist jetzt hier unten irgendwas anders? Weil der Weg hier unten ist ja nach wie vor kaputt. Oh. Ja, da kommt jetzt eine Bombe runter, aber die nützt mir ja nichts. Ich muss irgendwie verhindern, dass der Weg hier kaputt geht. Und der Weg, da wird sobald, da wird ein Pau und der Weg gleichzeitig zerstört. Also da wird alles gleichzeitig ausgelöst. Okay, wir gehen mal nicht zu dem Weg direkt hin. Wait, müsste jetzt nicht das Ding runterkommen hier? Jetzt. Okay. So, hier kommt jetzt der Power. Da drüben ist der Swamp. Ah, dieser Swamp löst beides aus. Jetzt verstehe ich's. Okay, jetzt verstehe ich's. Und weil ich hier runterfalle. Okay, ich muss also. Hier schnell durch. Jetzt kommt die Bombe. Und ich kann wieder zurück. Aber ich kann noch nicht wieder zurück. Erst muss die Bombe das auslösen. Wait, jetzt hat sie es ja aber ausgelöst. Jetzt habe ich es verpeilt. Jetzt sind die oben. Okay, jetzt sind die oben. Und jetzt kann ich mit diesem Pau hier den Swamp da drüben killen. Scheiße. Nein, jetzt ist da... Jetzt sind die Sachen da kaputt. Ah, so rum ist es. Jetzt sind die Sachen da kaputt. Okay, aber dann kann der das nicht mehr auslösen und dann kann ich unten weiterlaufen. Okay, das Level gucken wir uns beim nächsten Mal genauer an. Das sieht bisher gut aus. Danke fürs Zuschauen und tschüss.